ein Reagenzglas, das umgedreht in einem Quecksilberbehälter eingetaucht ist, enthält 40 Kubikzentimeter Luft und eine 8 cm hohe Quecksilbersäule über der Quecksilberoberfläche im Behälter. Man taucht es so ein, dass die Quecksilberhöhen innen und außen gleich sind. Welches ist dann das Volumen des eingeschlossenen Gases, wenn der atmosphärische Luftdruck des Tages 75 cm Quecksilber beträgt? Wir stellen diese Aufgabe grafisch so dar. Das Volumen V1 von der Luft beträgt 40 Kubikzentimeter, also 0,00004 Kubikmeter. Die Höhe H von dieser Quecksilbersäule beträgt 8 cm, das heißt 0,08 Meter. Was wir suchen, ist das Volumen V2 von der Luft. Dieses Volumen drücken wir in Kubikmeter aus. Bestimmen wir zuerst den Druck P1 von dieser Luft. Wir wissen, dass dieser Druck plus der hydrostatische Druck von dieser Quecksilbersäule diese Fläche nach unten drückt und gleichzeitig drückt der atmosphärische Luftdruck, der sich hier im Quecksilber dahin ausbreitet, diese Fläche nach oben. Die Fläche bleibt aber da, wo sie ist. Also muss dieser obere Druck, P1 plus der hydrostatische Druck von dieser Quecksilbersäule, gleich sein zu diesem unteren Druck, das heißt der heutige atmosphärische Luftdruck. Und diesen Druck sowie diesen Druck können wir in Zentimeter Quecksilber ausdrücken. Dieser Druck von oben, von diesem Quecksilber, das sind die 8 cm Quecksilber. Und der Druck von unten, das sind diese angegebenen 75 cm Quecksilber. Daraus schließen wir, dass P1 gleich ist zu 75 minus 8 cm Quecksilber, das heißt 67 cm Quecksilber. Den Druck P1 übertragen wir hier in diese Liste der Angaben. Und jetzt möchten wir diesen Druck in Pascal ausdrücken. Dazu wenden wir den Dreisatz an, denn wir wissen, dass 76 cm Quecksilber 101.396 Pascal entsprechen. Dem Dreisatz gemäß teilen wir beidseitig durch 76 und dann multiplizieren wir beidseitig mit 67, also so. Somit haben wir herausgefunden, dass 67 cm Quecksilber ungefähr 89.389 Pascal entsprechen. Diese Zahl übertragen wir auch hierhin in die Liste der Angaben. Ist gemacht. Jetzt der Druck P2 in dieser Luft. Dieser Druck P2 muss gleich zum Luftdruck sein, denn der Druck von der Luft hier drückt diese Quecksilberfläche nach unten und gleichzeitig drückt der Luftdruck, der sich hier ausbreitet, diese Quecksilberfläche nach oben. Die bewegt sich aber nicht, sie bleibt schön auf dieser Höhe. Also muss dieser Druck P2 gleich zum Luftdruck sein. Und der Luftdruck, das sind hier 75 cm Quecksilber. Daher wissen wir, P2 beträgt 75 cm Quecksilber. Und diesen Druck möchten wir jetzt in Pascal ausdrücken. Das machen wir wieder durch den Dreisatz. Wieder starten wir von dieser Gleichheit, teilen beidseitig durch 76 und dann multiplizieren wir beidseitig mit 75. Und somit haben wir herausgefunden, dass 75 cm Quecksilber
100.062 Pascal entsprechen. Und diesen Druck übertragen wir dahin. Ist gemacht. Bei diesem Experiment können wir davon ausgehen, dass die Temperatur gleich bleibt. Also Groß T1 ist gleich zu Groß T2. Um dieses Volumen von der Luft in Situation 2 herauszufinden, haben wir die ideale Gasgleichung zur Verfügung. Das ist die Situation 1 der Luft mit den Parametern P1, V1 und T1 und das ist die Situation 2 der Luft mit den Parametern P2, V2 und T2. Durch die ideale Gasgleichung wissen wir, dass P1 mal V1 geteilt durch T1 gleich sein muss zu P2 mal V2 geteilt durch T2, denn beide Brüche sind gleich zu N mal R. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass T1 gleich T2 ist. Und aus diesen zwei Gleichheiten schließen wir, dass P1 mal V1 gleich ist zu P2 mal V2. Und daraus wiederum schließen wir, dass V2 gleich ist zu P1 V1 geteilt durch P2. Jetzt brauchen wir nur noch P1 zu ersetzen durch 89.389, V1 zu ersetzen durch 0,00004 und P2 zu ersetzen durch 100.062, also so. Und somit finden wir als Antwort 0,000357. Was also heißt, der Rauminhalt von dieser Luft beträgt 0,000357 Kubikmeter oder auch 35,7 Kubikzentimeter.